In diesem Waldstück am Nordrand des Ruhrgebiets misst Förster Albert Oehlmann regelmäßig den Grundwasserstand. Seit einiger Zeit erledigt er diese Aufgabe mit großer Sorge. Wir stellen fest, dass seit 2018 die Pegel immer weiter gesunken sind, immer kontinuierlich, so 1-2 Zentimeter im Monat, Tendenz immer abnehmend. Der Wald leidet, so die Bilanz des aktuellen Waldzustandsberichts. Der Regen in den vergangenen Monaten hätte das Wasserdefizit in den Waldböden vor allem in tiefen Schichten nicht kompensieren können. Aufgrund der Dürreperioden der letzten Jahre sind die Bäume angegriffen, berichtet der Bundesagrarminister in Berlin. Dies führt dazu, dass nur noch jeder fünfte Baum eine vitale Baumkrone hat, also quasi richtig gesund ist. Die Fichte bleibt weiterhin Sorgenkind Nummer 1. Volle Kronen konnten nur bei 21% des Baumbestands gemessen werden. 44% weisen leicht bis mittelschwer geschädigte Kronen aus. Bei 35% ist die Krone deutlich geschädigt. Betroffen sind alle Baumarten. Eine kaputte Krone kann weniger Sauerstoff freisetzen. Auch der Borkenkäfer macht dem Wald zu schaffen. Bei Hitze und Trockenheit kann er sich massenhaft vermehren. Vor allem Fichten leiden darunter. Die Fichte wehrt sich, indem sie Harz in diesen Bohrkanal schießt. Und dann fließt der Käfer im Prinzip eingeschlossen vom Harz traurig und alleine am Stamm runter. Und dann ist der Käfer tot. Aber das kann sie nicht, wenn kein Wasser da ist. Die versöhnliche Nachricht, der Oberboden ist, wie hier in der Eifel, durch das feuchte Wetter zuletzt gut durchtränkt. Das könnte dem Wald helfen, gut durchs Frühjahr zu kommen. Schnelles Umdenken sei aber nötig, sagen auch Politiker. Wenn wir wollen, dass der Wald eine Zukunft hat, müssen wir ihn jetzt umbauen, von Monokulturen hin zu Mischwäldern. 900 Millionen Euro stellt die Bundesregierung bereit, um die Wälder in den nächsten Jahren klimagerecht umzubauen.